aufmunternde Worte eines Kollegen, für den Polizisten Tandeno Basile eine willkommene Abwechslung. Seit Freitagnacht denkt er nur noch an den Terroranschlag. Er war zufällig vor Ort. Der Kugelhagel begann völlig überraschend. Wir konnten uns nicht vorbereiten. Noch bevor ich mich orientieren konnte, traf mich eine Kugel der Islamisten in den Arm. Mindestens 28 Menschen wurden getötet, darunter viele Ausländer. Auch gab es viele Verletzte. Mehr als 60 Opfer der Anschläge werden allein hier behandelt. Das Krankenhaus ist völlig überfüllt. Für viele Menschen ist nur noch Platz in den Gängen. Trotzdem stellen sich schon jetzt viele hier die Frage, wie kann Burkina Faso in Zukunft solche Anschläge verhindern? Am Anschlagsort im Zentrum der Hauptstadt laufen unterdessen die Ermittlungen. Die neue Regierung ist erst seit wenigen Wochen im Amt. Durchhalteparolen des Präsidenten Kaboré in den lokalen Zeitungen, aber noch keine Lösungen. Eine harte Bewährungsprobe gleich am Anfang seiner Amtszeit, sagt der Journalist Steven Kiemtore. Ich will nicht sagen, dass es für den burkinischen Staat mit seinen begrenzten Mitteln unmöglich sein wird, den Terror zu stoppen, aber es wird sehr schwierig. Der Polizist Tandeno Basile glaubt auch, dass die Islamisten jederzeit wieder zuschlagen können. Deshalb will er schnell wieder arbeiten können, um genau das zu verhindern.